Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Bücherwoche von mir. Da ich in der Bücherwoche sehr, sehr fleißig mit Clipdrehen war, dachte ich mir, kann ich mich heute mal so ein bisschen zum restlichen Erzählen vor meine wunderschöne Mandala-Wand sozusagen stellen, die ja in meinem Schlafzimmer ist und die ich einfach absolut liebe. Also das Bett ist sozusagen darauf, wo ihr jetzt sitzt. Und das ist super schön, finde ich, immer aufzuwachen. Und ich liebe meinen Mandala. Und ich finde, es passt auch farblich perfekt in mein Schlafzimmer. Beziehungsweise hat sich der Rest des Schlafzimmers angepasst. Aber darum soll es heute gar nicht gehen, sondern um die Bücherwoche, die mit 4 Büchern doch sehr, sehr gut war. Allerdings muss ich ehrlich sagen, ich war natürlich ein bisschen seriensüchtig und ich habe es in der letzten Bücherwoche ja schon gesagt, dass ich Luther begonnen habe und ich habe alle 4 Staffeln jetzt mit dieser Bücherwoche beendet. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich bin ein bisschen verrückt. Ja, das bedeutete natürlich ein bisschen weniger Schlaf und natürlich auch ein bisschen weniger Lesen. Gar keine Frage, das kommt natürlich auch ein bisschen kurz. Beziehungsweise habe ich es am Hörbuch gemerkt, denn ich habe nur ein sehr kurzes Hörbuch diese Woche gehört. Aber dazu dann natürlich jetzt so in den einzelnen Clips, die ich wieder nach Abschluss der Bücher gedreht habe. Bis auf eins, das mache ich jetzt noch mit. Werde ich die jetzt dann euch auch einblenden. Aber welche Bücher erwarten euch jetzt in dieser Bücherwoche? Ja, am Wochenende im Grunde tatsächlich weggesuchtet habe ich den neuen Thriller von Jonas Winner. Die Party, wer Glück hat, stirbt als Erstes. Ja, erster. Und ich muss aber vorneweg sagen, nur weil ich es weggesuchtet habe, heißt es nicht, dass es ein geiler Thriller ist. Das muss ich, ganz klar einfach schon mal vorneweg geben, denn das würde jetzt wirklich die Meinung sozusagen verändern. Ja, das zweite Buch der Woche war ebenfalls etwas, was ich absolut weggesuchtet habe, aber das ist hier wirklich ein absolutes Highlight. Und zwar Warcross. Das Spiel ist eröffnet von Mary Lou. Ich war ja total angetan von Young Elites, war da ja total hingerissen von dieser Welt und war jetzt sehr, sehr gespannt, was Warcross mir bieten wird und wie es mir gefallen hat, das erzähle ich euch. Dann das Hörbuch sozusagen der Woche war von Julia Engelmann. Keine Ahnung, ob das Liebe ist. Das ist ja poetische Texte und sie spricht dieses Hörbuch auch selbst. Und es ist, glaube ich, ihr drittes oder viertes Buch in dieser Form. Und ich war sehr neugierig auf ihre neuen Texte. Und das letzte Buch der Woche ist eins, was ich mit einer lieben Freundin gemeinsam gelesen habe. Queen and Blood von Amy Harmon. Wir hatten uns immer so 60 Seiten pro Tag vorgenommen, haben es aber dann doch viel, viel schneller weggesuchtet. Denn auch Queen and Blood ist ähnlich wie der erste Teil Bird and Sword ein absolutes Highlight für mich. Ja, diese Woche scheint es so ein bisschen vor Highlights und auch vor Flops oder vor einem Flop zu strotzen. Und die Highlights überwiegen aber definitiv. Und ich blende euch jetzt die einzelnen Clips ein und wünsche euch dabei viel Spaß. Das erste Buch der Woche ist von Jonas Winner, Die Party. Wer Glück hat, stirbt als Erstes. Ich habe, glaube ich, im letzten Jahr meinen ersten Jonas Winner gelesen. Das war Mörderpark und ich fand ihn sehr, sehr gelungen, bis auf ein paar Wendungen, die mir nicht so gefallen hatten. Dann habe ich dieses Jahr, ich glaube, wir haben es im Leseclub gelesen, Die Zelle. Hier ging es mir sehr, sehr ähnlich. Es war ein sehr, sehr spannender Thriller, etwas anders, als ich ihn erwartet hatte und irgendwie auch so ein, zwei Dinge, die mir nicht ganz so gefallen hatten. Ja, trotzdem war ich gespannt auf das neue Buch von ihm, das direkt auch, glaube ich, ein, zwei Tage später nach Erscheinen dank des Heine Verlags bei mir eingezogen ist. Und ich habe es dann am Wochenende begonnen, zusammen mit der lieben Tanja von Berlin Books. Und ich muss zuerst auf jeden Fall sagen, dass es ein Buch ist, das man durchsuchten kann. Also es hat einen unglaublichen Spannungspegel, auch wenn dann doch so einiges an Kritik dazukommt. Ja, in Die Party geht es um Brandon, der an Halloween eine Party gibt und im Grunde 30 Jahre zurückreist, im Grunde eine Art 80er-Party oder eine 80er-Revival-Party daraus macht und die Freunde einlädt, die auch bereits
vor 30 Jahren dabei waren. Die sind natürlich alle so verteilt im Land und kommen alle an diesem Abend vorbei, denn ja, sie sind nicht ganz freundschaftlich damals in den 80ern auseinandergegangen, denn auch dort ist etwas an Halloween passiert, was sie alle so ein bisschen verstört hat, auch wenn sie sich nicht mehr alle so recht daran erinnern. Natürlich hat sich aus dieser Clique auch Pärchen gebildet oder Menschen, die trotzdem immer mal was miteinander zu tun haben, aber im Grunde treffen sich alle dort seit Jahren zum ersten Mal wieder. Sie müssen ja ihre Handys abgeben, weil es natürlich vor 30 Jahren in den 80ern auch keine Handys gab. Und als sie dann alle ja über irgendeinen Fluss gefahren wurden, zu diesem Haus, was irgendwo entlegen sozusagen liegt, angekommen sind, ahnt man eigentlich schon, irgendwas könnte hier nicht stimmen. Und so ist es dann auch, denn als Brandon verkleidet als, ich weiß schon gar nicht mehr, im Grunde ankommt, stürzt er von der Decke und stirbt noch an Ort und Stelle. Und auch nach und nach geschehen merkwürdige Morde, die teilweise wie eine Art Wettbewerb aussehen. Also wer irgendwie schneller aus irgendeiner Situation rauskommt, überlebt, der andere muss sterben. Und ja, stellt sich natürlich die Frage, hat das Brandon alles organisiert? Ist es ein Außenstehender oder ist der Mörder gar in der Mitte unter den Menschen? Das klingt mega, mega spannend und das wäre es wohl auch gewesen, wenn so einige Dinge nicht so gewesen wären, wie sie sind. Zum einen muss ich sagen, dass sich die Charaktere sehr merkwürdig verhalten. Also es meistens mit Gedanken, die sie irgendwie teilen. Es geht da sehr oft um ihr eigentliches Leben, was man da besser, schlechter, anders machen könnte. Das hätte ich noch irgendwo verstanden, aber es kommen dann natürlich so Gedanken raus wie, ach ja, vor 30 Jahren wäre ich gern mit dem zusammen gewesen, in die war ich verliebt und der wäre auch toll gewesen. Und es wirkte dann doch sehr jugendlich, obwohl das ja eigentlich Erwachsene sind. Also ich weiß gar nicht, wie alt ist man in der Highschool, wenn man die abschließt? Ist man da 16? Ich weiß es gerade nicht. Und 30 Jahre später kann man sich jetzt grob hochrechnen, wie alt die Leute eigentlich sind. Also ja, eigentlich hätte ich erwachsenere Gedanken erwartet. Und zudem war es eben auch wirklich manchmal einfach sehr unlogisch. Das muss man ganz klar sagen. Es war zum Teil sehr, sehr konstruiert. Auch Situationen, in die Menschen hineingelaufen sind, wo man dachte, ach ja, jeder, der schon mal irgendwie einen Horrorfilm gesehen hat, weiß, dass er das möglichst nicht tut. Und ja, natürlich bedient sich dieses Genre eines Klischees und man muss natürlich auch ein bisschen naiv dumm sein, um, ja, wenn es eben auf dem dunklen Dachboden knirscht, dass man da als Frau ohne Waffe auch noch nach oben geht. Sonst wäre sonst könnte man ja gar keinen dieser Romane mehr schreiben. Aber ich hätte einfach irgendwas anderes erwartet. Mir haben die Charaktere gar nicht gefallen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe die alle irgendwie gefühlt nie auseinanderhalten können. Es gibt hinten eine Übersicht, wer was ist, also auch wer zu der passenden Verkleidung gehört und wo die Leute herkommen. Ach, Brandon war der Tod, genau. Und ich fand das sehr verwirrend. Es waren 11, 12 Charaktere. Ich hatte zu keinem so richtig ein Bild vor Augen. Es haben auch die Maskierungen nicht geholfen. Ich war manchmal sehr verwirrt, was wer über wen dachte und dachte, war das nicht vorhin jemand anders oder war das noch der gleiche? Und mich hat das sehr, sehr verwirrt. Und man hatte, wie gesagt, auch irgendwie gar kein Bild vor Augen zu den Menschen. Es war sehr oberflächlich, sehr einfach und ja, es hat mich vom Stil leider nicht wirklich begeistern können. Es hatte einen gewissen Spannungsbogen. Ich habe das Buch, glaube ich, am Wochenende und noch 50 Seiten am Montag dann beendet. Also man merkt schon, man wollte schon wissen, wo es hingeht. Ich habe aber sehr oft mit den Augen gerollt. Ich war sehr oft genervt und habe manchmal nur gedacht, ach Buch, geh mir einfach weg. Es hatte aber, wie gesagt, einen gewissen Spannungsbogen, also dass in den richtigen Momenten gefühlt auch was passiert ist, was einem irgendwie mitnimmt. Und das war auch okay. Es gibt gegen Ende eine Wendung. Da konnte ich auch. Das habe ich überhaupt nicht kommen sehen und das fand ich so doof und ach, es hat für mich auch überhaupt nicht gebraucht, wenn ich ehrlich bin. Und da habe ich echt gedacht, ja, was soll denn das jetzt? Also entweder hätte man daraus nochmal eine eigene Geschichte gemacht, für mich hat das irgendwie nicht zu diesem Titel, zu dem Klappentext und auch nicht zum Untertitel gepasst, wo ich so dachte, man erwartet, glaube ich, einfach etwas anderes. Zudem muss ich auch noch sagen, dass wir hier sehr viele sexuelle Gedanken haben, was ich grundsätzlich gar nicht verkehrt finde, aber es hat sich manchmal so eingefühlt, wie wenn der Autor oder gar, ja, oder wollte er das glauben lassen, irgendwie ein Problem damit hat, also mit Sex. Also die Charaktere hatten alle kein normales Verhältnis dazu. Und da habe ich manchmal auch gedacht, denkt man das in dem Alter? Ist man irgendwann so? Und ach, ich weiß auch nicht, ich fand das manchmal, also ja. Im Grunde, es war irgendwie, es war
vielleicht okay. Nein, es hatte einen Spannungsbogen, aber wirklich gut ist anders. Also ich weiß tatsächlich auch nicht, ob ich Jonas Winner weiterverfolgen werde, weil ich immer wieder eben dieses, es ist irgendwie okay, aber es gibt Dinge, die mir nicht gefallen, dabei haben. Ich habe jetzt noch den Architekten von ihm hier. Vielleicht greife ich einfach nochmal zu dem. Aber ich glaube, dann ist auch gut. Ne? Also wenn man bei drei Büchern irgendwie sagt, ja, das erste war noch, also Murder Park fand ich noch sehr gut mit ein bisschen Kritik. Die Zelle hat sich dann schon so entwickelt, wo ich dachte, und die Party jetzt so, puh. Also ich weiß nicht, irgendwann muss man dann auch sagen, der Autor hatte genug Chancen. Und das hat er irgendwie nicht gut gemacht. Leider. Absolut weggesuchtet habe ich Warcross. Das Spiel ist eröffnet. Von Mary Lou. Und ich sage es vorneweg, wie auch vorhin schon, es ist ein absolutes Highlight-Buch. Es ist so highlightig, dass ich mir jetzt sozusagen in der Woche, wo wir uns jetzt befinden, auch schon den englischen zweiten Teil geholt habe. Denn den gibt es und E-Book sei Dank und tatsächlich auch, da kann man wirklich froh sein, dass es das im Grunde so international möglich ist. Denn der zweite englische Band ist schon erschienen und ich habe ihn schon und werde ihn jetzt auch sehr zeitnah auf jeden Fall lesen. Es ist der Auftakt einer Dilogie. Ich gehe jetzt also davon aus, dass der zweite Teil dann auch der letzte Teil ist. Und ich muss auch sagen, es hat sich so angefühlt im ersten Teil, dass es wirklich die erste Hälfte der Geschichte ist. Der Showdown, so dann das mittige Highlight und wir dann jetzt die zweite Hälfte erleben. Ich gehe davon aus, ich hätte das irgendwo gelesen. Ich glaube sogar im Klappentext oder in der Buchvorstellung vom ersten. Und aber um was geht es in Warcross überhaupt? Ja, wir sind in einer zukünftigen Welt, in der Virtual Reality groß geschrieben wird und man das dank Brillen wirklich sehr echt im Grunde erleben kann. Man setzt sich also eine Brille auf und schneit sozusagen in Warcross rein. Das ist eine Umgebung, in der es verschiedene Welten gibt, in der es Spiele gibt, in der man sich gegenseitig jagt, wo man Punkte erhält, wo man aber eben auch im Grunde unterwegs ist und als Kopfgeldjäger irgendwelche Verbrecher im Grunde irgendwie im Grunde fängt. Darauf stehen dann Belohnungen und man kann die Punkte, die man in Warcross sozusagen erhält, die man sammelt, dann eben im echten Leben auch gegen Geld tauschen. Und wir treffen in dieser Welt auf Emika, eine im Grunde Spielerin von Warcross, die allerdings in sehr ärmlichen Verhältnissen lebt, denn ihr Vater, der sehr jung gestorben ist, also als sie sehr jung war, hat ihr viele Schulden hinterlassen und so ist sie auch nur mit einem gehackten Warcross-Account unterwegs und kann gar nicht ihr Potenzial so richtig im Grunde entfalten und sie ist aber jetzt hinter jemanden her und versucht den zu fangen, um auch einfach ihre Schulden zu begleichen, um nicht aus ihrer Wohnung geschmissen zu werden. Und auch mit ihrer Mitbewohnerin, die so ein bisschen süchtig nach dieser Welt ist, ist das alles gar nicht so einfach. Und Emika packt es aber irgendwie in so eine Weltmeisterschaft hineinzuplatzen und hackt sich sozusagen in diese Veranstaltung. Und der Erfinder von Warcross, ein sehr junger Mann, wird auf sie aufmerksam und lässt sie zu sich nach Tokio fliegen. Was Tokio? Ich glaube, er lässt sie dahin fliegen, macht ihr ein nicht ablehnbares Angebot, denn sie soll jemanden fangen, der es auf ihn abgesehen hat. Und er möchte sie im Grunde irgendwie als Leibwächterin und möchte sie in die aktuellen Spiele als Wildcard packen. Und was dann alles so ein bisschen passiert, das ist mega, mega, mega spannend. Also das war wirklich eine Welt, die ich großartig fand. Man hat selbst als Leser das Gefühl, dass einem diese virtuelle Brille aufgesetzt wird und man bekommt so viel von diesen Welten erzählt. Es ist aber in keinster Weise langweilig oder wiederholt sich das überhaupt nicht. Es sind Welten, die packend sind, spannend sind, die einen mitreißen und auch überhaupt Emika. Das ist ja, also sie ist mal ganz anders drauf, als wir zum Beispiel die Protagonistin von Young Elites kennen, wo sich ja sehr viel darüber gestritten hat, ob man so einen bösen Charakter im Grunde oder einen etwas
böser denkenden Charakter, der ja eigentlich der Antagonist ist, ob man den wirklich zum Protagonisten macht, das haben wir hier nicht. Emika ist wirklich sehr echt, fühlt sie sich an, sie handelt sehr logisch, man kann das sehr gut nachvollziehen, man geht mit ihr mit, man fiebert förmlich mit ihr mit und ist total gespannt, was im Grunde als nächstes passiert. Und es ist spannend erzählt, es ist zu keinem Moment langweilig, langatmig. Man hält im Grunde wirklich auch den Atem in dieser Welt an und man hat eben immer das Gefühl, man ist dabei. Also ich hatte wirklich das Gefühl, ich habe diese Brille auf und bin bei Warcross dabei. Das war unglaublich bildhaft geschrieben und Mary Lou, finde ich, übertrifft sich hier tatsächlich selbst. Es war eine Wahnsinnsgeschichte gegen Ende, eine Wendung, mit der ich nie und nimmer gerechnet habe. Ich weiß ja nicht, was ich so tatsächlich davon halten soll. Ob das tatsächlich so sein wird oder ob die Wendung nochmal eine andere Richtung nimmt, so meine ich das. Weil ich finde die Wendung grandios und ich wäre nie drauf gekommen. Und ich finde das toll. Ich finde auch den sehr schnellen, rasanten Schreibstil von Mary Lou wirklich ganz, ganz toll, dass man irgendwie kaum zum Pausieren, zum Verschnaufen kommt. Und immer kommt was, es geht weiter. Und auch so diese Spieler, diese Hacker und halt die da in Warcross wirklich Profis sind, das ist einfach großartig gezeichnet. Und ich bin einfach absolut im Fieber und nicht umsonst habe ich mir jetzt tatsächlich Wildcard, den zweiten Teil zu Warcross, geholt, weil ich einfach so gespannt bin, wie es weitergeht und ich leider noch nicht herausgefunden habe, wann der zweite dann im deutschen Raum erscheint. Der ist jetzt auch gerade, glaube ich, im Englischen erschienen im September, glaube ich, gelesen zu haben. Aber das E-Book ist schon auf meinem Reader und ich werde mir da auf jeden Fall mal, vielleicht am Wochenende schon, die Zeit nehmen, um es zu lesen. Wenn es nicht, vielleicht zumindest noch bis zum Urlaub, dann Ende Oktober wartet. Mal gucken, ne? Englisch lesen muss man immer so auch in Stimmung sein, so geht es zumindest mir. Aber ich kann Warcross, den ersten Teil, absolut empfehlen. Es ist ein rasantes Science-Fiction, erwachseneres Jugendbuch, das wirklich einfach, ja, auch so eine Generation, glaube ich, anspricht und mitreißt. Und ach, das war einfach toll. Also mir hat es bombastisch gut gefallen. Ist ein absolutes Wochen-, Monats-, wenn nicht gar auch ein Jahreshighlight, weil mich das echt absolut geflasht hat. Mein Hörbuch dieser Woche war Keine Ahnung, ob das Liebe ist von Julia Engelmann. Und ja, es war gar nicht viel Hörbuch diese Woche dran, denn ich glaube auch dieses Büchlein hat nur nicht mal ganz knapp 2 Stunden Spielzeit gehabt. Ich hatte ja so ein bisschen Seriensucht und dann kam Hören ein bisschen zu kurz. Aber es hat mich sehr, sehr gut begleitet in dieser Woche. Ja, wer Julia Engelmann noch nicht kennt, das ist, glaube ich, mit die bekannteste Poetry-Slammerin, die es, glaube ich, in Deutschland gibt. Zumindest kenne ich gefühlt keine andere, die so bekannt ist wie Julia Engelmann, die halt sehr bekannt wurde durch Eines Tages werden wir alt sein, Baby. Und das hat, glaube ich, so ein Poetry-Hype auch in Deutschland ausgelöst. Und man kennt natürlich Poetry Slam so ein bisschen schon von Colleen Hoover. Das war, glaube ich, auch das erste Buch, was ich von ihr gelesen hatte. Und man wusste grob, was ist das. Aber als Julia Engelmann dann eben ihre Texte veröffentlichte, hat man das eben auch gespürt. Und das ist das neue Buch von Julia Engelmann. Das ist, glaube ich, das dritte oder sogar schon vierte Buch von ihr. Und ich habe das erste und zweite Buch damals gelesen und das dritte, ich glaube, es sind dann 4, und das habe ich jetzt eben gehört, weil es natürlich auch von Julia Engelmann selbst vertont wird und das besonders Spaß macht. Das ist auch ein Hörbuch, das ich auf 1er-Geschwindigkeit höre, weil ich natürlich die Sprachkunst von Julia Engelmann hören möchte. Ich möchte der folgen und ich möchte das auch unglaublich genießen. Und ich finde, poetische Texte, die müssen auch so ein bisschen nachhallen können. Und das geht, glaube ich, einfach so ein bisschen mit Langsamkeit durchaus besser. Und so habe ich dieses Hörbuch diese Woche in ruhigen Momenten tatsächlich gehört. Das ist für mich auch nichts, was ich neben dem Putzen oder sowas höre, sondern wirklich, wenn ich entspannt auf der Couch liege, im Solarium liege, im Bett liege und sage, 1, 2 Texte von Julia hörst du dir jetzt an. Und es war für mich wieder ein absoluter Hörgenuss. Ich mag diese Art von poetischen Texten unglaublich gerne und ja, vielleicht probiere ich mich tatsächlich auch mal selbst an sowas aus, also es vorzutragen, nicht nur zu schreiben, sondern es auch vorzutragen. Und Julia Engelmann gibt mir immer
unglaublich viel Gefühl mit. Es sind Gefühle, die wir alle irgendwie kennen. Es sind Begebenheiten, die man irgendwie so schon mal erlebt hat. Und Julia Engelmann fasst die Gedanken, die man hat, dazu eben in Worte und das in wirklich sehr angenehmen Worten und in sehr, sehr echten Worten. Und dadurch schafft sie auch eine Atmosphäre, wenn sie ja im Grunde ihr Gedicht, ihren poetischen Text vorträgt. Also es ist ja kein echtes Gedicht, weil es ist ja auch nicht gereimt oder, na, es ist ja eine andere Art. Aber das macht Julia Engelmann wirklich perfekt. Ich mag ihre Texte, ich mag, wie sie die Welt sieht, wie sie sich selbst wahrnimmt, wie sie auch Beziehungen, Freundschaften, wie sie das so unter die Lupe nimmt. Und das schafft sie hier auch mit ihren, ich weiß gar nicht, wie viele Texte wir hier drin haben, habe ich gar nicht gezählt. Wir haben hier im Grunde, ja, das sieht man jetzt schlecht, weil manche doppelt sind. Also manche sind zwei Kapitel lang sozusagen, und aber es steht auf jeden Fall hier drin. Also wir haben knapp 19, das sind mal 4. Ja, es werden vielleicht 15, 20 Texte sein, und es sind 2 CDs, also auch super schön. Von der Aufmachung finde ich auch toll, dass mir das der Verlag zur Verfügung gestellt hat, und wie immer alle Infos natürlich zu den Büchern unten in der Infobox. Und ich, ja, mag einfach den Stil von Julia Engelmann. Ich glaube auch, dass man es entweder mag oder nicht. Ich habe jetzt von einer Freundin schon gehört, die ja, glaube ich, auch das letzte mitgehört hat. Und die hat gesagt, Mensch, wie die hier so atmet und schluckt und alles hört man, das finde ich ein bisschen nervig. Und ich habe hier tatsächlich so ein bisschen aufgepasst und gedacht, ja, tatsächlich, man hört den Atmer, man hört die Pause, man nimmt das alles wahr, und gerade wie sie auch manche Dinge betont. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das Menschen nicht gefällt. Also das, ja, mich selbst stört es bei diesen poetischen Texten nicht. In einem Hörbuch finde ich es sehr unangenehm, wenn man Schluckgeräusche hört. Das war ja bei dem Hörspiel von Markus Heitzo, dass Bettina Zimmermann, dass man da jeden Schluckerer und jedes Luftholen gehört hat. Das hat mich ja irgendwann total kirre gemacht. Das war einfach so. Bei einem poetischen Text finde ich es nicht schlimm, weil ich finde, es gehört irgendwie zur Ausdrucksweise. Und ich war ja selbst schon bei 2 oder 3 Poetry Slams hier bei mir in der Stadt und fand das super toll, was sich da Leute trauen. Also nicht nur, dass die einen Text schreiben, der toll ist, sondern sie stehen tatsächlich auf einer Bühne und tragen das nur sie selbst im Grunde vor. Und das ist, glaube ich, schon etwas, was wirklich, also auch wirklich Mut bedeutet. Ich selbst schreibe ja nur Texte, habe noch keinen davon veröffentlicht. Tue ich vielleicht mal. Könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das was wäre, was euch interessiert. Vielleicht machen wir da einfach mal einen Versuch. Aber ich finde das immer toll. Und ich mag es, wenn Menschen einfach tun, wofür sie brennen, einfach tun, wofür das Herz schlägt. Und das spürt man bei Julia Engelmann immer wieder. Ich habe jetzt auch in ihr Musikalbum diese Woche reingehört. Da hat eine andere Freundin total geschwärmt. Und da habe ich also nur reingehört, also würde ich mal so 2, 3 Lieder erst angehört. Und ich finde, sogar singen kann die Frau. Also man merkt natürlich, dass das kein echter Gesang im klassischen Sinne ist, sondern es ist natürlich schon auch so ein bisschen diese Texte, wie sie es betont, so singt sie gefühlt auch. Ich finde das sehr speziell, aber sehr schön. Und es ist einfach mal eine Melodie zu einem Text, das geht einfach sogar noch mal ein bisschen tiefer, finde ich. Also gefühlt, aber mit dieser Melodie, und dann singt man es mit und dann hat man den Text inne. Und hier würde man natürlich nichts mitsprechen. Wobei ihr bekanntes Werk, Eines Tages Baby, ich glaube, gefühlt kann man das, wenn man es mal wieder hört, auch einfach mitsprechen, weil ich das so, so oft gelesen und gehört habe. Und auf YouTube kann man sich das auch angucken. Und ja, ich finde es großartig. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Mir hat es sehr viel, ja, auch gegeben an Texten und an Gefühlen. Und ich finde, das ist immer mit am wichtigsten. Und ich finde auch die Aufmachung hier sehr schön mit dem Weiß und sehr schlicht. Ich glaube, die anderen waren immer sehr bunt und mit dem Gold im Grunde so geschrieben. Und ich finde es super schön. Kann es absolut empfehlen. Wer sowas mag oder sich mal dran probieren möchte, der probiert es einfach mal aus. Ich denke, damit kann man nichts falsch machen. Ich glaube, es gibt es auch auf Audible, wenn ich das richtig gesehen habe. Und ja, guckt da einfach mal rein oder lest einfach mal einen Text oder sucht Julia Engelmann einfach mal hier auf YouTube. Da werdet ihr sie auf jeden Fall auch finden und hört euch das mal an, ob das was ist, was euch gefällt. Und dann wird euch dieses Hörbuch oder auch das Buch mit den Texten bestimmt auch gefallen. Das letzte Buch in dieser Woche ist auch im Grunde gleichzeitig wieder eines der beiden Highlights in dieser Woche, wobei ja
gefühlt, ja, eigentlich das schon eine ganz geile Bücherwoche war. Ja, es ist Green and Blood von Amy Harmond. Der zweite Teil aus dieser, ich vermute jetzt Dilogie, ich glaube, dass damit die Reihe um Bird and Sword im Grunde abgeschlossen ist. Bird and Sword war im letzten Jahr schon ein Jugendbuch-Fantasy-Highlight für mich, weil es einfach grandios war. Und ich habe mich sehr, sehr gefreut auf den zweiten Teil, der ja im Grunde schon in diesem Reich spielt, in dieser Welt spielt, die wir aus dem ersten Teil kennen, aber keine klassische Fortsetzung ist. Das heißt, wir begleiten nicht die Hauptcharaktere aus dem ersten Teil, sondern wir schnappen uns einen Nebencharakter, nämlich den Bruder des Protagonisten im Grunde aus dem ersten Teil und ja, erzählen im Grunde seine Geschichte. Und die war einfach wunderbar. Also man muss das ganz ehrlich sagen. Ich bin total geflasht. Ich habe es heute frisch beendet. Und es ist wirklich einfach der Hammer gewesen. Es war ein absoluter Lesegenuss. Zudem habe ich es mit der lieben Miri gelesen. Und wir hatten uns so 50, 60 Seiten pro Tag vorgenommen. Und ja, dann gab es aber schon zwischendrin mal so einen Moment, oh, lass uns doch den morgigen Abschnitt lesen. Und auch heute haben wir gesagt, Mensch, wir wollen jetzt einfach wissen, wie es endet. Lass uns das heute beenden. Und das haben wir dann auch getan. Und es ist einfach eine großartige Geschichte. Ja, wir sind hier in einer Fantasy-Welt, die ja im Grunde so ein bisschen was Besonderes hat. Nicht die Welt an und für sich, sondern eher die Menschen. Denn ja, es gibt eben Menschen, die eine Gabe haben. Das kann heilen sein, das kann Zukunft sehen sein. Es gibt aber ganz unterschiedliche Gaben. Und ja, wir haben auch Wandler, und die sich zum Beispiel auch in Tiere verwandeln können. Und in diesem Königreich haben wir eben im ersten Teil schon einiges erfahren, was ich jetzt ja vielleicht auch aus Spoilergründen nicht erzählen möchte. Und ja, wir treffen hier auf Kiel, das ist der Bruder des Prinzenkönigs aus dem ersten Teil. Ich weiß jetzt gar nicht mehr so genau, ob er schon immer der König war oder ja. Ja, und wir treffen ihn und ja, er ist im Grunde ja Soldat am Hofe und ist gerade unterwegs und findet dort unterwegs ein verletztes, fast ja, zu Tode gekommenes Mädchen, Sascha. Und die junge Frau wird von ihm geheilt und durch diese Heilung ja gibt es einen besonderen Band zwischen den beiden. Und ja, so ein bisschen eine leichte Liebesgeschichte beginnt, denn auch Sascha hat im Grunde ihre Gabe, denn sie kann die Zukunft sehen. Allerdings nur fragmentweise. Zudem hat sie irgendwie ihre Vergangenheit vergessen. Und das gibt natürlich so ein paar Rätsel auf. Und wir reisen mit beiden und dem ganzen Trupp durch das Land und treffen eben auch auf Charaktere noch aus dem ersten Teil und auch, ja, im Grunde auf Feinde aus dem ersten Teil. Und ja, dieses zarte Band dieser beiden, die sich beide eigentlich irgendwie dagegen wehren, ja, das erfahren wir so ein bisschen. Wer jetzt schon denkt, Mensch, Steffi, du magst doch eigentlich gar keine Jugendliebesgeschichten in so Fantasy-Büchern. Ja, da muss ich absolut zustimmen. Eigentlich ist die Geschichte viel, viel zu schnulzig, damit sie mir gefällt. Aber es war einfach Hammer. Ich glaube, es liegt tatsächlich am Stil von Amy Harmond, die es schafft, diese Welt einzufangen, sie bildhaft darzustellen. Es geht sehr langsam in dieser Geschichte voran. Wir begleiten im Grunde die Charaktere nur einen sehr kurzen Zeitraum, aber ja, auf über 400 Seiten. Und das ist so intensiv, es ist so emotional, es zieht einen in diese Welt und es reißt einen wirklich mit. Und der Schreibstil von Amy Harmond, der ist zwar irgendwie locker und flüssig und man merkt gar nicht, dass man hier im Grunde ja doch so in einer High-Fantasy-Welt ist, weil es wahrscheinlich auch einfach so dem Jugendbuch-Genre zugehört, aber es ist so kraftvoll und diese Gaben und die Wandler und all die Dinge passieren, das ist einfach großartig von der Story her. Wirklich genial. Es passieren Wendungen, die einen total überraschen, die einen sprachlos zurücklassen. Und ja, man verabschiedet sich am Ende von diesem Buch mit Abschiedstränen, weil man die Welt verlassen muss. Und ach, es war einfach perfekt. Es war wirklich ein wunderbares Buch, das mich wirklich sehr, sehr tief beeindruckt hat, sehr begeistert hat. Und ich mochte ja auch die zeitgenössischen Romane von Amy Harmond immer mal so ein bisschen. Es gab, glaube ich, ein, zwei sehr tolle, zwei, drei, die mir nicht so gefallen haben. Und eigentlich wollte ich dann schon gar nichts mehr von der Autorin lesen. Da sie hier aber jetzt ja wirklich in dieses Jugend-High-Fantasy gegangen ist im letzten Jahr und das so grandios war, musste ich natürlich auch den zweiten Band lesen. Es gibt im Englischen keinen dritten Teil. Ich wüsste jetzt auch nicht, welchen Charakter wir im Grunde im dritten Teil begleiten sollten, denn im Grunde sind ja beide Geschichten in sich abgeschlossen, ergeben natürlich schon ein schönes Ganzes jetzt, aber ich glaube, dass wir leider die Welt von Kiel und Sascha und Yaras und jetzt habe ich ihren Namen vergessen,
ist im ersten Teil. Ah, ja, dass wir die wohl nicht mehr wiedersehen. Meine Güte, Lark hieß sie, sie hieß Lark, wie die Lerche. Ha. Ja, und ja, so ist das manchmal, glaube ich, im Englischen leichter, sich das zu merken. Ja, und ich fand es einfach großartig. Es hat mich wirklich tief beeindruckt, begeistert und wie gesagt, mit einem Tränchen bin ich dann am Ende aus der Geschichte aus rausgegangen und ich habe es sehr, sehr, sehr genossen. So, das waren sie, die vier Bücher der Woche und ich bin natürlich sehr neugierig, was ihr so diese Wochen gelesen habt oder ob ihr eins der vier Bücher, die ich vorgestellt habe, vielleicht auch schon kennt oder euch jetzt so angesprochen habt, dass es ja vielleicht bei euch demnächst einziehen wird. Am 2. Oktober, also jetzt am kommenden Dienstag ab 19.30 Uhr, haben die Kingsianer mal wieder einen Hangout. Wir sind auf Thorstens Kanal unterwegs. Ihr habt vielleicht schon die ein oder andere Ankündigung auf unseren Instagram-Accounts gesehen. Oder vielleicht kommen die jetzt auch noch, je nachdem, ja, wann jeder von uns das so ein bisschen postet. Ich freue mich mega auf diesen Hangout. Das ist schon viel, viel zu lange her. Der Hangout war ja Ende Mai, glaube ich, ne, als wir in Frankfurt waren und ich finde, es wird jetzt einfach mal Zeit. Wenn ihr Fragen, Themen habt, die wir vielleicht irgendwie im Hangout mitnehmen sollen, schreibt es gerne in die Kommentare, schreibt es uns unter unsere Instagram-Bilder, dann nehmen wir das natürlich gerne mit auf und seid auch zahlreich im Chat dabei, denn wir beantworten ja auch Fragen immer wieder während unseres Hangouts. Es soll ja immer so ein Miteinander auf jeden Fall sein. Zudem steht auch der 1. Oktober vor der Tür und das bedeutet, dass wir gemeinsam den Herrn der Ringe lesen. Zumindest wer Lust darauf hat, ihr findet die Facebook Gruppe unten in der Infobox wie immer und ich hatte ja auch schon ein Video dazu gemacht, wenn ihr irgendwie Infos nochmal wollt, auch das Video verlinke ich euch nochmal in die Infobox. Ich freue mich sehr auf diesen Reread, bin sehr, sehr gespannt, was einem tatsächlich noch so in Erinnerung bleibt, was man irgendwie vielleicht tatsächlich doch, weil schon ein paar Jahre her ist, vergessen hat. Und ja, aber es verlässt einen ja nie so ganz, ne? Von daher freue ich mich sehr auf das gemeinsame Lesen und auf den Austausch und ja, bin da sehr, sehr gespannt. Ja, ich hatte schon anfangs erwähnt, ich habe diese Woche ein bisschen Serie gesuchtet. Ich habe Luther auf Netflix durchgesuchtet. Ich habe ja in der letzten Bücherwoche schon erzählt, dass ich die erste Staffel im Grunde angeguckt habe. Und in dieser Woche habe ich Staffel 2, 3 und 4 beendet. Ja, bei Staffel 4 muss man sagen, oder ja, das sind nur zwei Folgen. Das waren im Grunde zweimal 50 Minuten. Das ist also für mich noch nicht mal eine echte Serie. Da hätte man tatsächlich auch einen Film draus machen können, muss man auch ganz klar so ein bisschen dazu sagen. Aber es ist eine Hammer-Serie. Also ich fand wirklich Staffel 2 und 3 gigantisch gut. Da waren Momente dabei, da war ich einfach nur gepackt, gebannt, angeekelt davor gesessen. Denn es ist eine sehr brutale Serie, das möchte ich auch wirklich sagen, für mein vielleicht etwas zarteres Gemüt, gerade so an der Grenze. Es gab aber durchaus auch Momente, wo ich tatsächlich die Augen zugemacht habe. Das funktioniert ja ganz gut im Film, klappt ja bei einem Buch nicht. Und ich glaube auch die eigene Fantasie weiß, glaube ich, eher noch, wie weit sie gehen kann, was natürlich der Serienmacher nicht weiß. Ich finde sie mit Freigabe ab 16 fast schon ein bisschen zu früh. Ich weiß nicht, ob, also wobei mit 16 habe ich Brutaleres mir angucken können, Ekligeres also auch wirklich so Horror, Grusel, Splatter, das schaffe ich, glaube ich, heute gar nicht mehr. Man wird halt älter und ja, man wird ein bisschen weicher, so mein Gefühl. Ja, wo war ich jetzt stehen geblieben? Das hat mich total irgendwie hier verdreht in meinen Gedanken. Ja, aber Luther, eine Hammer-Serie. Ich fand die Atmosphäre düster, dunkel, so richtig spannungsgeballt. Ich mag auch den Charakter John Luther sehr, sehr gerne. Seine Gedankengänge, was er tut, wie er es tut und ja, wie er manchmal eigentlich etwas nicht richtig macht, aber es einfach absolut richtig ist und wo man einfach merkt, es gibt nicht immer nur einen Weg, sondern manchmal muss man von Richtigen auch abwägen, um ans Ziel zu kommen. Und ja, es war Hammer. Es hat mich total geflasht. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass diese Serie mich so begeistert, als ich sie anfing. Aber es hat mich wirklich total in den Bann gezogen. Und ich war sehr, sehr enttäuscht von der 4. Staffel, die zu einem nur 2 Folgen hatte und im Grunde auch nur so einen großen Fall hatte, wo ich mir so dachte, Mensch, 2 Folgen ist eine Staffel. 100 Minuten sind gefühlt ja gerade mal ein Film. Na, also das ist schon so ein bisschen, wo ich denke,
wollte man nicht, konnte man nicht, war es einfach nur, damit die Fans dann einfach Ruhe geben. Ich habe was im Internet jetzt auch gesehen, es ist wohl eine 5. Staffel geplant, aber ja, theoretisch, na, ist halt jede Folge eigentlich schon so für sich. Sie bauen natürlich irgendwie aufeinander auf, es passieren eben Dinge, die in die nächsten Folge mit einfließen, auch mit Charakteren, die auftauchen, verschwinden, wie auch immer. Aber an und für sich ist jeder Fall meistens nach einer Folge beendet. Wie gesagt, Staffel 4 hatte jetzt im Grunde 2 Folgen. Und da hat auch eine ganz bekannte Schauspielerin mitgespielt, deren Namen ich mal wieder vergessen habe. Und zwar Ygritte aus Game of Thrones. Und die hat wirklich einen sehr, sehr guten Job gemacht. Die hat mir wirklich auch sehr gut gefallen in der Serie. Und auch Idris Elba, der ja Jon Luther spielt. Ja, der gefällt mir auch immer besser. Ich fand ihn in der ersten Staffel so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber dann ab Staffel 2 hatte ich das Gefühl überhaupt nicht. Ich hatte so das Gefühl, es ist ein bisschen wie bei Sherlock. Man denkt ja bei Benedict Cumberbatch bei Sherlock auch, das ist aber irgendwie merkwürdig. Aber so nach einer Stunde, finde ich, gibt es keinen geileren Sherlock als Benedict Cumberbatch und das ist der Wecker. Ja, der Wecker sagt im Grunde, es ist jetzt Zeit, das Video zu beenden. Es ist nämlich mein Zeitschalter für, dass ich mich jetzt fertig machen muss, sozusagen fürs Büro. Und da ist sehr, sehr kalt draußen. Es muss ich mir noch ein bisschen mehr anziehen als das, was ich jetzt anhabe, denn wir haben Winter. Es ist Ende September und ich heiße jeden willkommen im Winter. Es sind tatsächlich 0 Grad draußen. Mein Auto ist eingefroren und ich bin mir nicht mal sicher, dass Frostschutz in meinem Auto ist, denn es ist ja ein neues Auto, das ich vom Autohaus bekommen habe. Ich hoffe, dass etwas Frostschutz sozusagen drin ist und nicht nur kühlflüssig, also diese Flüssigkeit für die Scheibe, sondern da auch schon ein bisschen was für Minustemperaturen da ist. Weil sonst wird das jetzt sehr unangenehm und ich habe mir fest vorgenommen, eigentlich nicht zu einem dieser Jammerer zu werden, die mir im Sommer total auf den Keks gegangen sind, weil es ist zu heiß, es ist zu warm, es ist zu stickig, ich das irgendwann nicht mehr hören konnte. Dementsprechend möchte ich sehr positiv in diesen Herbst-Winter gehen und mir die schönen Seiten dieser Jahreszeiten besorgen und wenn es nur ist, dass ich jetzt wieder Schals tragen kann. Yippie, yippie, yay, sie sind frisch gereinigt und duften wunderbar sozusagen in meinem Flur und ich freue mich heute einen Schal anzulegen. Damit ist aber auch das Positive zu dieser Jahreszeit aktuell auch schon sozusagen ja vergeben. Mehr fällt mir gerade nicht ein. Ja, es wird schon hart. Also wenn Ende September schon 0 Grad sind, dann gucken wir mal. Es soll ja theoretisch in der nächsten Woche der Spätsommer wieder vorbeikommen. Darauf kann ich nur hoffen und mich freuen. Das muss ich auch ganz klar sagen. Ja, solange die Sonne scheint, wie auch heute, bin ich noch bester Stimmung. Zu kalt, wenn es aber wird, ja, dann müssen wir mal die Heizung wieder aufdrehen. Na, oder den. Ja, ich meine, das Schöne ist dann natürlich auch der Ofen, wenn er brennt. Man kuschelt sich mit Decke irgendwo hin. Ja, aber ich, wie gesagt, versuche das Positive zu sehen, um ja einfach nicht zu einem dieser Jammerer zu werden, die mir im Sommer, die mich da wirklich total genervt haben. Also das ist auch einfach etwas, was, glaube ich, immer jemand nervt, wenn über was gejammert wird, was man eh nicht ändern kann. Und dazu gehört halt auch der Herbst-Winter. Machen wir es uns also gemütlich, vor dem Kamin, vor dem Buch, vor dem Tee, vor dem Kaffee und genießen am Dienstag den Hangout. Ich hoffe, ihr seid zahlreich mit dabei. Wie gesagt, wenn ihr Fragen an uns Kingsiana habt, gerne in die Kommentare, gerne auf Instagram. Stellt da eure Fragen, wir nehmen die auf jeden Fall gerne mit. Seid im Live-Chat dabei. Auch da gehen wir natürlich immer auf die Fragen mit ein. Und ja, mehr fällt mir zu der Woche auch gar nicht groß ein. Ich glaube, wir haben über alles gesprochen und ja, glaube ich zumindest. Ich danke euch nun fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende und ja, wenn ihr am Dienstag dabei seid, sehen wir uns da. Ansonsten natürlich beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.